Die Andacht zum Tag aus dem Pfarramtern in Grünstadt und Bad Dürkheim. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Frohe Pfingsten wünscht Ihnen und Euch am heutigen Pfingstmontag Christopher Markutzig aus Sausenheim. Und das mit einer so wunderschönen, ermutigenden Zeile aus dem 118. Psalm. Diesen Tag hat der Herr gemacht, wieder einmal. So wie den gestern und auch wie den morgen. Aber jetzt, an einem der beiden Pfingsttage, klingt es noch ein bisschen aufmunternder. Und das vor dem Hintergrund, dass es gerade gar nicht so gut um uns steht. Damit meine ich übrigens nicht das Aufstehen heute früh nach der Sausenheimer Weinwanderung, bei der ich aus dienstlichen Gründen natürlich zugegen gewesen bin, sondern ich blicke auf die Kirche, die ja am Pfingsttage ihren knapp 2000. Geburtstag feiert. Denn auch wenn es in der Weltkirche noch so weit okay aussieht, sind doch unsere beiden Konfessionen hier in Deutschland in den letzten Jahren ganz schön durcheinander gewürfelt worden. Die jüngsten Ereignisse tun da ihr Übriges, so dass sowohl evangelische als auch katholische Kirchen weiter in Schlingern geraten, aber eben auch gemeinschaftliche und freikirchliche Gruppen spüren, dass sich etwas nachhaltig verändert hat. Die Sache mit dem Glauben, die sich daraus ergebenden inneren Uhrwerke an Do's and Don'ts, sie zünden immer weniger und verlieren nach und nach ihren Platz im Alltag. Das kann man nun trefflich beklagen und darüber jammern, dass es nicht mehr so ist, wie es sein soll und überhaupt, wie kann man nur, oder man lässt diesen Psalm noch einmal in seinem Ohr klingen und geht das Ganze positiv an. Freut euch! Seid fröhlich, denn Gott ist da, für mich, in meinem Alltag. Und das, ja, das muss doch raus, in die Welt, damit andere sehen und erleben, wie gut es ist, füreinander da zu sein. Ideen zu haben, wie etwas besser sein könnte oder wie man es eben nicht machen sollte. Ein Gespür zu haben und zu zeigen, bei denen, die es brauchen. Mutig helfen, liebend lachen, Feste feiern, Gemeinschaft leben mit allem, was dazugehört. Und dazu gehört dann auch die Kirche als, naja, Bodenpersonal Gottes. Und dann gehört dazu eben auch, dass wir darauf vertrauen, dass Gott diesen Tag gemacht hat. Diesen Tag, auf den sich die Kirche gegründet hat, als sein Werkzeug auf Erden. Dass nicht alles gelingt, das ist klar. Dass manches richtig verdammt schief läuft, das ist fürchterlich und nicht wegzudiskutieren. Aber es gibt eben auch das andere. Das Wunderbare, ja das Göttliche. Darum will ich heute um Gottes Hilfe bitten. Für unsere Kirchen, für mich und für uns. Dass es uns gelingt, von Gott zu erzählen. Und zwar alle, dass wir alle von Gott erzählen, nicht nur wir Hauptamtlichen. So wie das am Pfingsttag auch gewesen ist. Und damals haben sie sich gefreut und waren fröhlich. Möge Gott uns dazu helfen. Ich bete. Heiliger Geist, komm du in unsere Mitte. Mach uns fröhlich und hilf uns, dass wir von dir in dieser Welt erzählen. Gerade jetzt, gerade auch in unserer Krise. Gerade in dieser Zeit, in der wir dich so sehr brauchen. So dass der Tag, dass alle Tage uns wieder gelingen. Amen. Und so geht hin in diesen Tag mit dem Segen und dem Geleit unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.